Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Christian Sievers. Ein kurzes Heute-Journal am Samstag. Ihnen allen guten Abend. Die von Russland annektierte Halbinsel Krim gerät immer mehr ins Visier der ukrainischen Armee. Präsident Volodymyr Zelensky spricht jetzt davon, die von Russland gebaute Krim-Brücke müsse, Zitat, neutralisiert werden. Die Behörden auf der Krim melden Explosionen in einem Munitionslager dort, offenbar nach einem ukrainischen Drohnenangriff. Die Entwicklungen hat Lena Sünderbruch im Blick. Teile der Krim gehen in Flammen auf. Ukrainische Drohnen schlagen auf dem von Russland annektierten Gebiet ein. Der ukrainische Präsident Zelensky hält besonders die Brücke zur Krim für ein legitimes militärisches Ziel. Ein feindliches Objekt, so sagt er, das neutralisiert werden müsse. Die Ukraine soll auch Streumunition auf russischem Gebiet eingesetzt haben, verkünden russische Behörden heute. Auch in der Region Saporischja soll dieser russische Journalist durch Streubomben getötet worden sein und drei seiner Kollegen verletzt. Ein Schauplatz fernab des Krieges und doch mittendrin ist der UN-Sicherheitsrat. Die USA, die EU, Japan, Brasilien. Viele Länder drängen auf ein neues Getreideabkommen. Dann überraschend, auch Moskaus Verbündeter China fordert, die Exporte von Getreide über das Schwarze Meer wieder zuzulassen. Das Getreideabkommen ist von großer Bedeutung für die Sicherung der globalen Ernährung. Peking hofft, dass alle Parteien im Interesse der internationalen Ernährungssicherheit handeln und die Nahrungsmittelkrise in den Entwicklungsländern überwinden werden. Unbeeindruckt von allen Appellen, der russische Vertreter. Niemand sollte von unserer Entscheidung überrascht sein, die Schwarzmeer-Initiative auszusetzen. Alle Schiffe auf dem Weg zum Schwarzen Meer, die ukrainische Häfen anlaufen, werden von uns als Träger militärischer Fracht angesehen. Folglich werden die Flaggenstaaten dieser Schiffe als Komplizen des ukrainischen Konflikts auf der Seite des Kiewer Regimes betrachtet. Moskau hält weiter an seiner Blockade fest und setzt unterdessen die Angriffe auf ukrainische Hafenstädte fort. Auch aus anderen Regionen meldet Kiew Tote durch russische Marschflugkörper. Und so vergeht ein weiterer Tag der ungehörten Appelle, der unentwegten Angriffe und die Sorge um den Hunger durch fehlende Getreideexporte hält an. Der Kampf gegen die Klimakrise hat nur dann Erfolg, wenn alle mitmachen. Alle auf der Welt. Insofern ist es eine Nachricht, wenn sich die Energieminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am Ende nicht einigen können. Die Idee auf der Tagung in Goa, Indien, war, dass es ein klares Bekenntnis geben sollte, den Anteil erneuerbarer Energien zu verdreifachen bis 2030. Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, China, Indonesien haben den Vorschlag, der auch aus Deutschland kam, abgelehnt. Karl Hinterleitner berichtet. Es sollte um das Klima gehen, um grüne Transformation. Das tat es zwar auch, aber es war das Auftreten Russlands bei den G20, das diesen Gipfel dominierte. Robert Habeck zeigte sich entsetzt. Jeder Versuch der Verständigung sei sinnlos gewesen. Deswegen war es umso erschreckender zu sehen, wie im Statement des russischen stellvertretenden Energieministers eine völlige Verkennung der Wirklichkeit ausgesprochen wurde. Er hat die Energiekrise auf die Finanzkrise des Jahres 2008 zurückgeführt, als wäre das jetzt nur eine Reaktion darauf. Also das ist mit alternativen Fakten freundlich beschrieben. Es ist einfach eine völlig verdrehte Weltsicht. Doch auch bei potenziellen Freunden ist die Weltsicht nicht unbedingt gleich der deutschen. Habecks Reise nach Indien sollte die Partnerschaft vertiefen. Doch Indien ist in Sachen Russland nicht im Lager des Westens. In Beziehung zu Indien gibt es ähnliche Probleme wie hier beim G20. Manche Länder weigern sich, den russischen Angriffskrieg zu verurteilen, zum Beispiel, weil sie aus Rohstofflieferungen aus Russland angewiesen sind. Robert Habeck fand hier deutliche und scharfe Worte, doch viele schließen sich dem nicht an. Bei potenziellen Partnern eine grundsätzlich andere Sicht auf die Dinge. Und das überschattet den Gipfel hier in Goa. Die eigentlichen Themen des Gipfels Energie und Klima gerieten dadurch in den Hintergrund. Einigungen auf konkrete Ziele gab es hier nicht. Die seien aber dringend nötig. Es sei 5 vor 12. Wir erleben im Moment weltweit Hitzewellen, wie seit vielen Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Europa, Südamerika, der Süden der USA schwer betroffen von Hitzewellen, die zeigen, wie schlimm die Situation werden kann, wenn die globale Erderwärmung nicht eingedämpft wird. Das ist auch hier
Thema auf der Konferenz gewesen. Alle wissen, dass gehandelt werden muss. Gehandelt wurde in Goa eher nicht. Es gab nicht einmal eine gemeinsame Abschlusserklärung. Ein Gipfel, der den Klimaschutz nicht wirklich nach vorn gebracht hat. 1979 gab es den ersten Christopher Street Day in Berlin. Damals kamen 450 Menschen. Mittlerweile ist er eine Institution in Deutschland, gleich mehr als 130 Mal von Aachen bis Zwickau. Heute in Berlin kamen mehrere Hunderttausend zu einer Demonstration und einer Party gleichermaßen. Für Toleranz, Gleichstellung und Vielfalt tanzend auf den Straßen und gegen Diskriminierung, Hass und Hetze in mehr als 100 Reden und Aufrufen. Wir sind hier nicht zum Spaß, sagen die Veranstalter. Mehr von Nils Schneider. Auf der CSD-Parade in Berlin sind Thomas und Florian glücklich. Frei und können unbeschwert feiern. Einmal im Jahr in der Mehrheit sein. Es ist ein tolles Gefühl, dass wenn man das Gleiche anhat, sich Händchen laufend auf diesen Straßen bewegt, Leute einem zuwinken, einen anlächeln und Herzchen schicken. So fröhlich und friedlich ist die Stadt nicht immer. Das Hand in Hand laufen kann in Berlin für Schwule und Lesben auch gefährlich werden. Ortswechsel. Hier auf der Yorkstraße wurden sie letztes Jahr angegriffen. Zum ersten Mal seit der Attacke ist das Paar mit uns wieder dort. Als Thomas und Florian damals Händchen hielten, sprangen drei Männer aus einem Auto und fingen an zu pöbeln. Das wurde körperlich, also du bist bespuckt worden. Und ich danach ebenfalls bespuckt und er ist auf mich zu und hat mich halt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das war auch eine Gewaltexplosion, die ich selbst so in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Es war wirklich so von 0 auf 200. Ihr Schwuchtel, ihr Bastarde. Also unglaublich. Die Angriffe auf die queere Gemeinschaft nehmen zu. Im letzten Jahr wurden in Berlin 542 Straftaten angezeigt. Die Hauptstadtpolizei erfasst das als einzige in Deutschland statistisch. In 4 Jahren haben sich die gemeldeten Übergriffe verdoppelt. Früher waren es mehr Beleidigungen, die angezeigt worden sind. Und jetzt sind wir tatsächlich in sehr schweren Körperverletzungen, also wirklich massive Übergriffe auf Transmenschen insbesondere und auf die schwule Community. Die Angriffe passieren immer häufiger im öffentlichen Nahverkehr und auf Bahnhöfen. Die Täter sind fast ausnahmslos Männer, darunter welche mit Migrationshintergrund oder christlich-fundamentalen Ansichten. Die statistisch größte Gruppe hat rechtsradikale Motive. Ein Hass, der auch von rechtsextremen Parteien angeheizt wird. Was wir aber hören, ist, dass die rechten Hetzer und Populisten lauter werden. Das ist eine kleine Gruppe, aber die sind relativ lautstark und versuchen uns queere Menschen tagtäglich anzugreifen, gerade auch online. Und die versuchen ja nicht nur unsere Rechte uns wieder zu nehmen, uns mundtot zu machen, sondern die wollen uns aus der Gesellschaft ganz raushaben. Und das ist bedenklich. Thomas und Florian ist es übrigens gelungen, während des Angriffs die Polizei zu rufen. Die Beamten konnten die Täter festnehmen. Im September beginnt der Prozess. So, weitere wichtige Nachrichten jetzt in der Übersicht und die beginnt mit der Situation in Griechenland, Heinz. Ja, dort zeichnet sich kein Ende der Hitzewelle ab und auf der Ferieninsel Rhodos sind wegen eines großen Waldbrandes nach Medienberichten bereits mehrere tausend Menschen in Sicherheit gebracht worden. Teils auf dem Landweg, teils laut Feuerwehr mit Booten von den Küsten südlich von Lindos im Osten der Insel. Der seit Anfang der Woche wütende Brand war zunächst auf das gebirgige Zentrum von Rhodos beschränkt, breitete sich dann aber Richtung der Küste aus. Die Konferenz der Internationalen Meeresbodenbehörde über den Tiefseebergbau sind ohne Beschluss für ein Regelwerk zu Ende gegangen. Nach zweiwöchigen Beratungen in Jamaika sind lediglich der Fahrplan für die Arbeit daran aufgestellt worden, teilte die Behörde mit. Bislang gibt es Vereinbarungen zur Erkundung des Tiefseebodens, aber noch keine zum umstrittenen Bergbau dort. Und wie der Bergbau geregelt werden könnte, bleibt nun zunächst weiter offen. In Israel treibt die Regierung von Premier Netanyahu die umstrittene Justizreform voran. Ab morgen soll sich das Parlament mit weiten Teilen des Gesetzes beschäftigen. Der seit Dienstag andauernde Protestmarsch mit zehntausenden Teilnehmern ist in Jerusalem eingetroffen. Die Demonstranten befürchten, dass durch die Justizreform die Gewaltenteilung geschwächt wird. Bei der Tour de France geht der Däne Jonas Vingegaard im gelben Trikot des führenden
auf die morgige Schlussetappe. Den heutigen vorletzten 20. Abschnitt dieser Tour hat der in der Gesamtwertung auf Platz 2 liegende Slowene Pogačar gewonnen. Er kam im Sprint vor dem Österreicher Felix Gall und Jonas Vingegaard ins Ziel. Und Vingegaard kann dann morgen in Paris, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, seine Titelverteidigung feiern. Die deutschen Fußballnationalspielerinnen kämpfen um den WM-Titel. Die Fans zu Hause kämpfen mit der Zeitverschiebung. Australien, Neuseeland, die WM findet in 4 verschiedenen Zeitzonen statt. Zwischen den Spielorten liegt schon mal eine Flugstrecke von 5.400 Kilometern. Das ist etwa wie London, New York. Das erste Spiel der Deutschen gegen Marokko läuft am kommenden Montag um 10:30 vormittags hier im ZDF. Die Vorbereitung läuft schon jetzt, wie Gary Pauban zeigt. Australien hat schon eine Menge zu bieten. Allen voran eine ganze Menge Kängurus. Davon haben sich die deutschen Frauen höchstpersönlich überzeugt und sind aus dem Strahlen gar nicht mehr rausgekommen. Statt auf Schmusekurs zu gehen, wollen sie ab Montag aber, um mal in der australischen Tierwelt zu bleiben, auf ihre Möglichkeiten lauern, um Zähne zu zeigen. Die Mannschaft fühlt sich momentan sehr gut an, mental frisch an. Ich finde das Niveau auch in den letzten Einheiten extrem gut. Wir entwickeln Spielfreude, wir entwickeln langsam auch Automatismen, die in den letzten Spielen so ein bisschen gefehlt haben. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg für Montag. Dann beginnt wirklich die Jagd nach der WM-Trophäe. Wobei aus deutscher Sicht nach dem erfolgreichen EM-Abschneiden 2022 viel mehr auf dem Spiel steht als nur ein Titel. Die Sichtbarkeit, die wir uns erspielt haben in dem letzten Jahr, ist natürlich enorm gewachsen. Es ist schon natürlich bewusst, dass wenn wir das Ganze in den Sand setzen, dann wieder nur gesagt wird, ja, es ist ja nur der Frauenfußball. Und genau das wollen sie im Gleichtakt verhindern. Dafür haben sie rund 100 Kilometer nördlich von Sydney auf dem Trainingsplatz gelacht, getrickst, gearbeitet, geschwitzt, um optimal vorbereitet zu sein. Wir sind komplett angekommen, sind komplett bei uns und die Leistungen zeigen das auch. Also wir sind sehr zufrieden, gerade mit der aktuellen Bereitschaft auch, die Dinge so anzunehmen. Dazu zählt die Tatsache, dass die Abwehrchefin Hegering für Montag ausfällt, auch wenn sie heute heimlich und erstmals an den Ball zurückkehrte. Ohne sie rückt wohl Sarah Dorsun in die Innenverteidigung, weil auch Sjoke Nüsken nur individuell trainieren konnte. Wir sind gut genug aufgestellt, um auch diese Ausfälle zu kompensieren. Natürlich sind das wichtige Spielerinnen, die uns fehlen werden, aber ich bin da sehr optimistisch. Für positive Schlagzeilen hat das Team bereits abseits des Platzes gesorgt, nach der Bekanntgabe 1% ihrer WM-Prämie zu spenden. Als nächstes wollen sie sportlich ins Rampenlicht treten, zum Auftakt gegen Marokko und keineswegs ins Stolpern geraten. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 2, 15, 31, 37, 40, 41. Superzahl 3. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und noch die Wetteraussichten für morgen. Im Nordwesten bedeckt mit Regen, einzelne Gewitter und lebhafter Südwestwind. 18 bis 24 Grad. Im Süden dagegen häufig Sonne bei 25 bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten in den kommenden Tagen für die meisten unbeständig mit Wind, Regen und Gewittern. Ab Dienstag dazu wieder etwas kühler. Ja, so viel von uns für heute. Gerne bis morgen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.